Wir dürfen euch heute voller Freude einen Gast vorstellen, den Markus Maja. Bitte kommt doch rauf. Immer einen warmen Applaus, der heute zu uns ist. Halleluja. Ich möchte euch noch kurz mit reinnehmen. Markus ist mein Onkel und wir haben schon Kindheit miteinander verbracht, Kinderlager miteinander gemacht und er war mein Jugendleiter. Und er ist übrigens schuld, nicht schuld, aber es ist ja der Herr. Aber er hat mich das erste Mal, als ich etwa 16 war, gesagt: Joshua, komm, du musst predigen. Und so habe ich mich überwunden, Blut geschwitzt, oder? Hat mich der Markus dazu gebracht, zum ersten Mal predigen im Rehdobel. Wir sind mega verbunden. Ich staune, was der Herr immer macht und wie er dich braucht. Und so schön bist du heute unter uns. Und ich möchte noch ganz kurz beten. Jesus, danke dir von ganzem Herzen. Danke für die Verbindung, für die Freundschaft, für die. Ja, einfach das, was wir miteinander haben, Jesus, du hast so viel Grosses geschrieben, Geschichte geschrieben, in Markus im Leben und in meinem Leben. Und danke, Jesus, wir sind dir verpflichtet. Danke, was du Markus jetzt aufs Herz gelegt hast, dass du uns segnest und das Wort Gottes lebendig machst. Ja. Danke, Jesus. Amen. 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 Gottes Segen. Übrigens noch herzlich willkommen im Livestream. Schön, hast du eingeschaltet. Der Herr möchte dir reich segnen. Halleluja! Was für ein gewaltiger Moment, jetzt dürfen da zu sein. Preis dem Herrn. Das hat für mich so eine grosse Bedeutung. Und zwar, weil ich sehe, mein Vater war Pastor. Mein Schwager, das heisst, der Mann von meiner Schwester, ist auch Pastor. Der hat mich sehr lange begleitet. Das ist der Papi von Joshua. Joshua ist auch Pastor, ein Sohn von uns ist auch Pastor. So sind wir eine richtig pastorisierte Familie. Einfach, das sage ich euch darum, dass man sieht, dass Gott über Generationen denkt. Und schon sieht. Wir sehen, was vor unseren Augen ist, aber er ist so gewaltig. Er hat vom ersten Tag bis zum letzten Tag hat er den ganzen Überblick und den hat er nie verloren. Das ist mein Jesus. Amen. Halleluja. Er hat so viel zu tun in unserem Leben. Ich mag mich noch ganz gut erinnern. Eine kurze Story mit dem Joshua, dem Benjamin, einem Bruder von Joshua und von mir im Jungschalager in der Gierle. Alle sind schon ins Bett und ist ruhig geworden. Und ich habe einfach gespürt in meinem Herzen, ich muss nochmal runtergehen in den Speissaal. Und dort habe ich den Joshua getroffen und den Benjamin. Und die sind ganz tief im Wort Gottes gewesen. Schon am Anfang vom Überwältigtsein. Und ich bin dazugestoßen und dann haben wir den Matthäus 28, den Missionsbefehl, aufgeschlagen und gelesen. Und wir sind alle drei über den Missionsbefehl total zerbrochen. Über ein Wort, das dort drin steht, geht hin. Das hat uns so tief ins Herz bewegt, alle drei. Dann kommt der Papa runter vom Joshua, steigt ab, weil er etwas gehört hat, dass da unten noch etwas ist. Kommt runter und er hat sofort gemerkt, was da geschieht. Und dass Gott am Wirken ist. Und er hat gesagt, ja, schaut dann aber, dass er auch wieder ins Bett kommt. So. So herzig hat er das Jungschalager mehr als 30 Jahre geleitet, zusammen mit der Sonja, meiner Schwester. So viel Segen ist ausgegangen von dort und auch zu uns geflossen. Das ist gewaltig. Der Herr ist einfach gut. Ein ganz lieber Gruß von meiner Frau. Sie kann nicht da sein. Sie hat jetzt im Moment Open Air Gottesdienst. Wir haben einen Imbisswagen, wo wir am Wanderweg stehen haben und der macht sie jetzt auf und die Gäste kommen. Und wir erleben immer wieder mit dem Imbisswagen, dass richtige Open-Air-Gottesdienst einfach entstehen. Da gibt sich die Leute, kommen an, die essen, hocken da, öffnen ihr Herz und nach 5 Minuten oder so hören wir schon, was sie beschäftigt, was sie leiden, wo sie verletzt sind, wie krank dass sie sind.
unglaublich, einfach, was der Herr tut, nicht was wir tun. Er ist es. So. Und da kann ich von ganzem Herzen sagen, es ist ihm seine Gnade, dass ich heute Morgen hierstehen darf, meine Frau dort ist und wir vier Kinder dürfen haben. Die sind auch mit Jesus unterwegs, nicht jedes genau gleich. Ist auch normal, Gott geht persönlich mit jedem seinen Weg. So, das ist wunderbar. Ich weiß, wovon ich reden darf, wenn ich sage, ich darf vor euch stehen. Es hat in meinem Leben Momente gegeben, wo ich nicht mehr stehen konnte, wo ich nicht mehr laufen konnte, nicht mehr reden konnte, meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich habe am 8. November 2016 hatte ich Hirnschläge. 6 Stück waren es ganz sicher gewesen. Sie haben die Zahl nicht genau sagen. Aber ich habe das sicher gefühlt, das kann ich von mir aus sagen. Und ich war nicht fähig, meine Frau zu wecken um Mitternacht, weil ich den Arm nicht bewegen konnte. Und sie stopfen und sagen, mir geht es nicht gut. Die Kraft geht so schnell weg, wenn ich jetzt hier euch vormache, von der Fingerspitze Richtung Herz und der Arm geht runter und fertig ist. Du kannst noch mit aller Willenskraft vorne, jetzt nehme ich den Arm auf, es geht einfach nicht mehr. So fängt es ungefähr an. Ja. Dann bin ich ins Spital gekommen. Intensivstation, St. Gallen. Wunderbare Ärzte, gewaltige Sachen, die haben mich hier angesteckt, überall. Und schon auf dem Notfallbett ist gerade nochmal ein Hirnschlag gekommen. Sie haben gar nichts können machen. Und dann bin ich auf die Intensivstation gekommen. 3 Tage und 3 Nächte durfte ich auf dieser Intensivstation sein. Und ich darf euch sagen, das sind die schönsten 3 Tage und 3 Nächte in meinem ganzen Leben bis jetzt gewesen. Das klingt komisch, für viele auch sehr herausfordernd, aber für mich war es die Realität gewesen. Und auch jetzt noch. In dem Moment, in diesen 3 Tagen und 3 Nächten, sind einfach Jesus und ich ganz allein gewesen. Nur er und ich. Und mein Körper war so, total nicht fähig zum Laufen, keine Kraft, aus dem ganzen Körper Kraft rausgegangen. Alles im Ungewissen, wie wird es werden in Zukunft? Kann ich meinen Job weitermachen? Kann ich meine Frau je wieder mal umarmen? Kann ich den Arm wieder lupfen? Spüre ich es wieder? Kann ich ihr einen normalen Kuss geben? Keine Ahnung. Da war alles offen, alles ungewiss. Und doch sind es die 3 schönsten Tage und Nächte in meinem Leben. Mit Jesus. So powerful. So real. So nah. So echt. Ich bin ja aufgewachsen in einer Pfingstgemeinde. Mein Vater war dort auch 8 Jahre Pastor gewesen und nachher eben noch der Papi von Joshua. Die kennen mich alle sehr gut. Und es ist eine wahnsinns gewaltige Geschichte, was Jesus dort tun hat. Und es geht einfach darum, damit ihr seht, Jesus lebt. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Er ist echt, er ist real. So wie du da sitzt, so ist er für mich real. Gerade gestern durfte ich da einem weitergeben. Ich erzähle euch nachher noch kurz davon. Er ist so echt. Wir haben so viele Jahre, 50 Jahre Pfingstgemeinde, immer schön treu geblieben. So viel Sonntagsgottesdienst. So powerful. Wir sind oft heimgegangen und haben gesagt, wow, heute ist das Wort so stark gewesen. Die Lobpreis, so viele gute, gesegnete Momente. Aber das Powervollste war in dem Moment, wo ich dort auf meinem Todesbett liegen und Jesus war bei mir. So nah, so echt. So real, wie er eben ist. Mir hat
gar nichts gefehlt. Ich bin so geborgen, einfach nur geliebt, umhüllt. Ist alles wunderbar gewesen, obwohl der Körper total nicht gut war. Total nicht. Dem Tod verurteilt. Und in dieser Zeit, ich habe ja von früher noch das Wort Gottes ziemlich gut gekannt. Und eine Begebenheit ist mir im Bett in den Sinn gekommen. Und zwar hat Gott jedem Talente gegeben. Verschieden viel. Und einer hat es vergraben, der andere hat es vermehrt, der andere hat es verdoppelt. Ihr kennt ja die Geschichte. Und immer ist mir die Frage in den Sinn gekommen, jetzt wird er denn mich fragen, was hast du gemacht mit den Talenten, die ich dir gegeben habe in den letzten 50 Jahren? Auf das habe ich immer gewartet. Und habe gemerkt, meine Hände, die sind leer vor ihm. Ich hätte nichts, was ihm jetzt könnte bringen, wo, dass er jetzt noch Freude hätte oder noch mehr Freude könnte bekommen. Und das hat mich innerlich beschäftigt. 3 Tage und 3 Nacht. Und auf einmal, nach so langer Zeit, nach 3 Tagen und 3 Nächten, habe ich angefangen zu realisieren, er fragt mich das ja gar nicht. Er liebt mich nur. Er liebt. Er hat mir keinen Vorwurf gemacht. Bis ich realisiert habe, er ist für mich. Er ist für uns. Das ist echt. Er ist nicht gegen dich. Es ist so wunderbar. Der König aller Könige, wo wir gesungen haben, dein Reich soll kommen. Er ist für dich. Wer soll gegen dich sein? Wenn er für dich ist. Das darfst du so realisieren. In so einem Moment, wo du genau weißt, du hast ihm seine Gegenwart. Er wäre der Einzige von allen im ganzen Universum, wo jetzt das Recht hätte, ein Urteil zu sprechen über dich. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat nur geliebt. Von ihm ist nur Gutes gekommen. Nichts Schlechtes. Dann hat er mir aber eine Frage gestellt und die begleitet mich seither durch das ganze Leben wie nie zuvor. Bist du jetzt bereit für mich? Das war die Frage, die er mir gestellt hat. Ich kann dir vorstellen, in dem Moment auf dem Bett, wo du nicht mehr richtig siehst, Körper lahm ist, Zunge einfach nur rauslampet, Speichel alles runterläuft. Bist du jetzt bereit für mich? Nicht in einem Hai, nicht im Lobpreis, nicht, weiss ich wie, mit gutem Gefühl. Körper dem Tod geweiht, aber Jesus mit mir. Stell die Frage, bist du jetzt bereit für mich? Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie kann ich denn so für ihn noch etwas tun? Aber in dieser Geborgenheit, in dieser Gegenwart von ihm, die war so powerful gewesen, dass aus dem heraus in meinem Herz ein gewaltiger Schrei entstanden ist. Ja, ich habe mit dem so viel empfangen von ihm, wo ich einfach ihm alles wirklich. Ich habe nur ja gesagt. Nur ja. Und ungefähr, ich weiß nicht genau wie lange, 30 Sekunden, eine Minute später, fange ich an zu realisieren, dass meine Zunge wieder zurück in meinen Mund ist. Und das war für mich wie... Ich hätte fast nicht glauben können, ich habe mit den Zehen auf die Zunge gebissen, so. Ich kann sie wieder fühlen. Oh, danke, Jesus. Danke. Ich habe realisiert, er hat mir das jetzt gerade geschenkt.
Und so sind Funktion und Funktion und Funktion wieder zurückgekommen in meinen Körper. Mein Jesus ist der, der den Preis gezahlt hat für mich. Wir sind genau so viel wert, wie er gezahlt hat für uns. Nicht das, was der Nachbar sagt. Nicht einmal das, was der Ehemann oder Ehefrau sagt. Wir sind nicht so viel wert. Wir sind das wert, was Jesus gezahlt hat für dich, für mich. Das ist der Preis. Wir sind teuer erkauft. Er hat gezahlt mit seinem Blut. Und er ist mit uns und er wird uns nie verloren. Meine Aufgabe ist seither, einfach für den Namen Jesus zu laufen. Vom Spitalbett weg sind Professoren ans Bett gekommen. In die Gegenwart Gottes hineingekommen. Die haben angefangen zu zittern und haben das Papier, das sie in der Hand hatten, fast nicht mehr heben können. Einer hat schon gerne keinen lassen. Und hat angefangen zu zittern und weinen. Die haben keine Ahnung gehabt, warum. Die sind in die Gegenwart Gottes gekommen. Ich konnte das gar nicht machen, das war einfach. Er war einfach da. Und das ist so wunderbar, dass ich gespürt habe, einfach nicht weniger, Jesus. Nie mehr weniger von dir. Und ich habe da geschraubt in die Intensivstation. Gang nicht weg! Sonst bleibe ich lieber da. Lau in dem Zustand, ist egal, aber gang nicht weg! Und die Krankenschwester hat das gehört im Büro, kommt raus, kommt zu mir und sagt, nein, ich gehe nicht weg. Ich bin zuständig für Sie, ich habe Nachtwache. Dann sage ich, ach, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Ja, mit wem sprechen Sie denn hier? Ich sage, ja, mit Jesus Christus. Ah, ja. Ich bin zurückgegangen ins Büro, kommt mit dem Fiebermesser. Und sie steckt mir den Fiebermesser da so unter die Arme. Sie hat gedacht, vielleicht ein Fieberschuber oder so etwas. Da war gar nichts. Und währenddem sie da wartet und der Thermometer hier ist, habe ich sie gefragt, spüren Sie denn, ja mit Jesus geredet, spüren Sie denn Gegenwart Gottes nicht? Und jetzt mache ich es aus, so wie sie es gemacht haben. Und so ist sie weinend, total überwältigt zurück in ihr Büro. Die hat den Thermometer in meinem Arm vergessen. Das ist, was Jesus tut. Er ist mit uns und er ist immer noch dasselbe. So gewaltig. Das ist mein Auftrag, für den Namen Jesus zu laufen. Ein Professor ist da vorbeigekommen. Zufall. Und dann habe ich das Wort gehört und denkt, und dann ist schon weggegangen. Durch den Geist Gottes. Unmöglich in diesem Zustand aus meinem Denken heraus. Da ist durch den Geist Gottes habe ich gerufen, Doktor, ja, ich habe eine Frage. Ist er wieder zurückgekommen, als bitte, ja gerne, bitte sehr. Sie haben gesagt, Zufall. Ja, das kann man nicht erklären. So. Weil laut den Ärzten, die verstehen ja das alles da ganz gut, wie das funktioniert, wenn das Blut nicht durchfließt, was dahinter abstirbt, was nicht funktionieren sollte, haben die genau gewusst. Aber bei ihm Zufall. Wenn es mir zugefallen ist, dann muss es jemand gegeben haben, der es fallen lassen hat. Und der heißt Jesus Christus, er lebt. Vom Bett weg, der erste Auftrag. Und von da weg habe ich gewusst, jedem, aber jedem Mensch auf der Erde. Jetzt hat mir Gott schon 7 Jahre, denn im November, 7 Jahre, 365 Tage geschenkt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden und wie viele Minuten, aber ich weiß, ich will für ihn laufen. Den Namen Jesus
Christus vor den Menschen verherrlichen. Das ist mein Auftrag, das ist auch dein Auftrag. Ich wünsche, dass diese Gemeinde hier eine Gemeinde wird, nicht eine Sitzgemeinde bleibt. Gott will, dass wir gehen. Das Thema vom heutigen Gottesdienst ist ja Dienen, die Kunst des Dienens. Sag euch, mit Gott ist es keine Kunst mehr, sondern ein gewaltiges, schönes, für bis in die Ewigkeit fruchtbringendes Leben. Und alleine murkst du dich ab und quälst du dich ab. Gott ist so gut. Ich habe jedem im Spital erklärt, dass es Jesus ist, der das getan hat an mir. Jesus, Jesus. Und dann ging die Geschichte weiter. Ich kam in das normale Abteil. Gott hat angefangen, Zeichen und Wunder zu tun. Mein Leben füllt sich mehr und mehr mit gewaltigem Zeugnis zu seiner Ehre. Eins müsst ihr wissen, was wir den Menschen über Jesus sagen, der Heilige Geist wird es bestätigen. Alles, was wir über Jesus sagen. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Er verherrlicht ihn. Und durch den Heiligen Geist sind wir fähig, Jesus vor den Menschen zu verherrlichen. Durch den Geist Gottes, nicht durch deine Kraft. Ich möchte in das Wort kommen. Eine Knacknuss. Hier ist ein Punkt drin, das mir so auf dem Herzen liegt heute Morgen für euch. Ihr kennt alle die Geschichte aus Johannes 6, die Speisung von den 5000. Ich möchte den Text lesen, ab Vers 2. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Da sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er, also Jesus, wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Bis sie alle satt worden sind und am Schluss noch die vorigen 12 Körbe. Jetzt möchte ich noch aus Lukas lesen. Dort steht im Lukas 9. Vers 16, ein entscheidender Vers. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Es ist so wunderbar, wie Gott das gesamte Bild uns da gibt. Und Nummer 1, wo kaufen wir Brot? Wir.
Und er dachte sofort, ach, ans Gemeindekessel da. 200 Silberkosten, da reicht gar nichts. Ist normal. Aber ein Wort, wir, in dem wir ist Jesus inklusiv. Gerade heute Morgen ist mir ein Bild auf der Fahrt dahin. Wir so inklusiv wie die Mehrwertsteuer. Im Preis ist die Mehrwertsteuer inklusiv. Und in dem Preis, der Jesus für uns gezahlt hat, ist Jesus inklusiv. Zum Zachäus hat er gesagt, komm runter. Vielleicht müssen wir auch manchmal runter kommen. Heute will ich einkehren. Einkehren. Jesus kehrt in unser Leben ein. Und er zahlt. Das ist das, was uns den Wert gibt. Wir sind inklusive. Er mit uns, ich mit ihm, inklusiv. Und jetzt gehen wir mal mit dem Jesus posten. Er weiß genau, was er will tun, haben wir gelesen. Und interessant finde ich noch, dass das Gras erwähnt ist. Ich glaube, das ist einfach ein Aufruf, alle Campingliebhaber, Gott weiß, wo die schönsten Plätze sind. Und wo es bequem ist, wo man sitzen kann. Er weiß alles. Er weiß jeden Atemzug. Und wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, dann weiß der Geist Gottes alles über den Menschen. Und jedes Mal, wenn wir beim Imbisswagen sind, schreit mein Herz zu Gott. Was ist mit dem Menschen? Gib mir ein Wort, ein Bild. Und zwar habe ich so Menge Wörter von der Erkenntnis über den Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn man die Wörter von der Erkenntnis so spricht, dann geht der Geist Gottes an die Stelle in dem Leben, wo kein Arzt, kein Psychologe, niemand herkommt. Eine Operation wäre zu riskant, aber der Geist Gottes ist fähig, genau auf den Punkt, genau auf die Stelle zu drücken und die Menschen zu befreien. Er ist da. Er ist inklusiv. Er ist mit uns. Und jetzt die Challenge, der Point, die Herausforderung. Der Andreas hat gesagt, was ist das für so viele? Und genau das ist der Punkt. Ihr müsst euch vorstellen, 5 Gerstenbrote und 2 Fischli. Das ist ein Menü für einen Teenager. Ein Mittagsmahl für einen Teenager. Und jetzt ist Jesus da, organisiert alles perfekt. Ich stelle mir das so vor, die Reihe der Jünger, da 50 und 100 und 50 Männer so, die da sitzen überall. Schön organisiert. Und jetzt nimmt Jesus die 5 Brote, dankt, das zeigt, er ist mit dem Vater verbunden. Und der Vater sieht genau, was er jetzt macht und ist auch mit ihm. Auch der Vater ist inklusiv. Jesus bricht die Brote und legt sie in die Hände der Jünger. 5 Brötli geteilt durch 12. Und 2 Fischli. Jetzt kommt die Challenge. Stellt euch mal den Petrus vor. Der ich sehe ihn geistlich so wie ein Bild. Und er sieht das Brötli da und der Fisch, die Flosse oder was. Und Jesus, sieht er zu Jesus und sagt, was? Und Jesus lacht ihn an und sagt, geh. Dieser Punkt, mit dem, was Jesus uns gibt, sagt er, geh. Deshalb ist es so wichtig, dass hier eine Gemeinde sich entwickelt. Ich weiß, das ist der Wille Gottes und die Sehnsucht von ihm, dass wir aufhören zu schweigen, dass wir den Namen Jesus vor den Menschen bezeugen, wenn es überhaupt unmöglich aussieht.
Also Petrus, geht dann mit dem. Und dann sieht er gerade den ersten Mann da vor sich. Es war schon Abend, der hat Hunger. Petrus denkt, vielleicht soll ich das selber essen, ich habe gerade auch Hunger. Aber das machen wir im Fall viel mit dem, was Gott uns gibt. Wir brauchen es einfach nur für uns. Das ist ein Bild. Vielleicht dachte er auch, was soll ich mit dem? Was ist das für so viele? Die Frage von Andreas. Und man lässt es einfach fallen. Aber stellt euch vor, der Petrus geht da mutig auf den ersten leeren Kasten, sage ich mal, voll Hunger zu und streckt ihm die Hand entgegen und der grapscht das Ding und führt es zu seinem Mund. Und irgendwann muss Petrus realisiert haben, was, der hat doch jetzt gar gegessen und es hat noch mehr da drin. Und er schaut wieder zurück zu Jesus und Jesus smilet. Geh. Jesus ist der Absender des Wunders, aber er hat es geschehen lassen in den Händen seiner Jünger. Und jetzt komme ich noch zum Abschluss aus Hebräer 12. Der liegt mir so stark auf dem Herzen für euch. Ich habe eigentlich nur ein Wort für euch. Und das heißt, lauft. Lauft für den Namen Jesus. Darum, aus Hebräer 12, darum auch wir, weil wir eine solche große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen. Alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig so leicht umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ist der Mann, wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns. Da ist auch mein Vater drin. Da sind so viele Ehemalige, die auch in die Gemeinde gekommen sind. Das sind diejenigen, die den Wettlauf für Jesus gelaufen sind und jetzt bei ihm sind. Und manchmal, wenn ich so unterwegs bin, scheint es mir so, als ob ich beobachtet werde, wie ich laufe in diesem Wettlauf und wie sie mir zurufen, schneller, schneller, lauf doch schneller. Und dann habe ich auch schon, warum soll ich schneller laufen, als ihr gelaufen seid? Markus, es ist die letzte Runde. Glaub mir, in der Zeit sind wir in der letzten Runde. Jesus kommt bald. Lauft für ihn, solange wir noch laufen können und aufsehen zu ihm. Die Blickrichtung ist so entscheidend. Wohin wir sehen, das wird unser Ziel sein. Dorthin werden wir kommen. Und er hat alles bezahlt. Und ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Egal, ob ich vorher sterbe oder nicht, bei mir kann es so sein, dass ich gesundheitsmäßig, rein medizinisch gesehen, jeden Moment umfallen kann und tot bin. Die Ärzte haben gesagt, sie sind der einzige Schweizer, der das überhaupt überlebt hat, von allen 8,5 Millionen seit Jahrzehnten. Wir haben alles nachgeforscht, das war so interessant. Die ganze Statistik. Wir haben auch die weltweite Statistik angesehen. Sie sind ungefähr seit 40 Jahren der Achte, der so etwas überlebt hat. Aber sie sind der Einzige, der alle Funktionen wieder hat. Das ist mein Jesus. Er hat es mir geschenkt. Gerade gestern beim Imbisswagen kam eine Gruppe, die hat da Rivella und alles Getränke gekauft und da gesessen und gesprochen. Eine war schwanger. Und einer ist mir aufgefallen, der hat etwas längere Haare und ganz finstere Augen. Dann haben wir da ein bisschen erzählt und gegen Ende habe ich mit meinem Zeugnis angefangen.
alles erzählt, 12 Menschen waren da, ein Open-Air-Gottesdienst hat Gott geschenkt. So, jetzt, in dem Moment, als sie da saßen, hörte ich wieder die Worte, bist du jetzt bereit für mich? Für mich. Nicht für AVC, nicht für eine Organisation, nicht Pfingstgemeinde, einfach, egal, bist du jetzt bereit für mich? Liebe Anwesende hier, liebe im Livestream, wenn Gott ein Wort zu dir spricht, dann ist es die höchste Instanz, die zu dir gesprochen hat im ganzen Universum. Jesus. Es gibt gar nichts, kein einziger Grund würde es geben für uns, für alle diejenigen, die die Hände an den Flug gelegt haben, um zurückzuschauen. Wir schauen auf ihn, auf den Anfänger und Vollender. Und dann sagt doch dieser Langhaarige zu mir, sag mal, könnte man dem auch einen anderen Namen geben als Jesus? Und in mir widerhallt es, für mich, bist du jetzt bereit für mich? Und ich habe ihm geantwortet, nein. Wenn du Jesus begegnest, dann weißt du genau, wer er ist. Das ist keine Frage. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Die höchste Instanz im Ganzen nur, im Universum. Und wenn er spricht, ist es die höchste Ehre, für ihn unterwegs zu sein. Inklusiv. Danke, Vater, dass du diese Gemeinde, dass du jeden Einzelnen segnest. Dass du ermutigst, ermutigende Erlebnisse, viele Erlebnisse schenkst, damit sie erkennen, du bist inklusive. Dass sie auf dich sehen und den Lauf vollenden, den du für sie bestimmt hast. Danke von ganzem Herzen, dass heute Morgen Dinge gelöst werden, damit die Menschen laufen können. Dass sie ablegen, damit sie leicht laufen können. Und dass wir gehen können in der Kraft und in der Liebe des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass heute Morgen tief innerlich du anfängst, Dinge freizusetzen, damit sie laufen für deinen Namen. Danke von ganzem Herzen, Herr, dass dein Geist sie führen wird und sie dich hören werden, dass Worte der Erkenntnisse klar gehört werden und dass der Mut da ist und die Kraft, diese Worte auszusprechen vor den Menschen. Dass die Menschenfurcht im Namen Jesu weggeht und uns verlässt. Und wir erkennen, wer die höchste Stimme ist. Danke von ganzem Herzen für diesen Morgen, für diese Zeit und für das, was du tust. Ich rühme deinen Sieg, deine Kraft, deine Vergebung, deine Liebe. Du bist komplett gut. In jedem Moment, zu jeder Zeit, bis in die Ewigkeit. Du bist Gott. Heilig, heilig, heilig. Danke dir, dass du wirkst, gerade jetzt, an den Stellen, wo niemand hinkommt, aber dein Geist wirkt. Im Namen Jesu. Amen. Amen.